Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Sie sehen hier nur zwei Drittel des Filters. Ne? Sie sehen hier eigentlich noch weniger vom Filter, weil ein Teil ist auch noch ein Pflanzgraben. Wir haben hier 1, 2, 3 Kanäle mit 10 Meter Länge, 1 Meter Breite und 1 Meter Tiefe circa, in dem summa summarum 1000 Filterbürsten untergebracht sind. 1000. Und ich hätte jetzt im ersten Schritt gedacht, dass die alle parallel zueinander durchströmt werden, hinten pumpen, zurück in den Teich oder andersrum, dass man so durchgeht, den kürzeren Pumpweg hat und dann zurück in den Teich pumpt, dass man drei getrennte Filterkreisläufe hat. Dem ist aber nicht so. Hier vorne kommt es rein, geht hier rüber, geht dann hier wieder zurück und von hier dann ganz nach hinten, wo die Thalia sind, was wir im ersten Block gezeigt haben, diese wirklich tolle Teichbepflanzung, dazu vielleicht nachher auch noch ein Wort, gehen dann durch einen Teil zumindest noch durch den Pflanzgraben über 15, 20 Meter und dann zurück in den Teich. Wahnsinn! Betrieben wird das Ganze von zwei Oase Titanium 50.000. Und jetzt kann man natürlich als erstes mal die Frage stellen, 80.000 Liter zu 1,5 Millionen Liter ist circa alle 18 Stunden oder so wird der Teich dann einmal über den Filter geschickt. Und daher auch meine Frage, weil ich empfehle ja Ihnen immer einmal pro Stunde muss es ausgetauscht werden, sage ich, hat man das überhaupt gemerkt? Weil der Filter ist ja nachgerüstet worden, lange bevor Koi in den See reinkam. Hat man das überhaupt gemerkt? Dann guckt Markus und ruft, du Tanja, wie lange hat das gedauert? Ja, bis man es richtig gesehen hat, 2, 3 Wochen. Also vorher war der Teich trüb und dreckig und braun und sonst irgendwas. Und nachdem der Filter angeschlossen wurde, wie von Geisterhand, plötzlich war er klar. Jetzt darf man aber eins nicht vergessen. So ein See hat eine ganz andere Eigendynamik wie ihr, ich sage jetzt mal, kleiner Koi-Teich. Wir haben eine riesen Bodenfläche. Der Teich ist zwar an der tiefsten Stelle 3 Meter tief, geht aber dann schön flach nach außen. Es ist alles voll mit Kies. Wir haben eine riesen Pflanzzone. Und wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, was da für eine biologische Kraft ist, auch eine biologische Selbstreinigungskraft, das ist natürlich was ganz anderes wie bei Ihnen, wo Sie in der Regel oder die meisten senkrechte Wände haben, ein flacher Boden, nichts auf dem Boden, der ganze Schwimmraum der Koi mehr oder weniger steril gehalten ist und dann irgendwo versteckt im Garten oder unter der Terrasse der Filter, wo dann im Prinzip die Reinigung stattfindet. Und da hängt man ganz stark davon ab, dass man einen hohen Kreislauf hat, eine hohe Kreislaufgeschwindigkeit im System, damit die Verunreinigungen, die im Teich entstehen, die unsichtbaren wie Ammonium und das, was daraus entsteht, die sichtbaren wie Kot, dass das dann in möglichst kurzen Zeitabständen reduziert wird. Aber ich kann Ihnen versprechen, das allermeiste Ammonium, das allermeiste Nitrit, was hier im Teich entsteht, wird auch im Teich abgebaut. Und der Filter scheint jetzt genau so konzipiert zu sein, dass in Relation zur Fischmenge, zu dem, was nicht sedimentiert, dass das, was an Strömung dann darüber erzeugt wird, mit allem drum und dran, dass das in einem guten Gleichgewicht steht, dass der Filter auch durch das, dass er nur alle 18 Stunden den Teich wirklich einmal über sich drüber zieht, dass das funktioniert. Allerdings, und das muss, nein, das wird Markus wissen, das sind natürlich alle Systeme, die sind irgendwann im Gleichgewicht. Aber wenn man es jetzt völlig übertreiben würde, er füttert heute 4 Kilo, 3, 4, 5 Kilo im Sommer, Koi-Futter, dazu vielleicht noch 1, 2 Kilo Störfutter. Wenn man das jetzt immer weiter nach oben skaliert, irgendwann kommt der Punkt, noch was, baff. Ja, und dann steht er wieder da und dann wird der Teich vielleicht wieder trüb sein, entweder durch Algenblüte oder durch Kotverunreinigung oder durch beides oder er kriegt es von der Ammoniumseite nicht mehr hin. Also man muss da immer aufpassen. Man könnte so einen Teich auch komplett ohne den Filter betreiben, aber dann geht natürlich die Fischmenge deutlich nach unten. Das Einzige, was ich momentan ein bisschen vermisse, ist eine starke Belüftung, das habe ich vorher schon gesagt, aber ansonsten ist das hier alles pervers imposant. Und das will ich Ihnen jetzt einfach mal ganz kurz zeigen. Weil wir müssen jetzt dann Fische aus dem Auto ausladen. Das ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Aber das ist hier schon abartig. Also er hat den Filter 5 Jahre, nachdem die Nummer hier gebaut wurde, hat er hier Foliendurchbrüche gemacht, 100er und 150er. Die sind hier verbaut. Und dann ist er hergegangen und hat hier eine Vorfluterkammer gemacht. Da sind die UV-Lampen drin, übrigens die Quarzer muss er reinigen, da sieht man, dass sie richtig Kalkbelag haben, da kommt dann nicht mehr viel an. Hier ist eine relativ geringe Strömung in dem
in der Vorflutekammer. Das heißt, da wird sich auch relativ viel Schmutz sedimentieren und scheinbar scheint auch die Anströmung der UV-Lampen in Ordnung zu sein. Also zumindest so, dass die Algenblüte getötet wird. Hier haben wir dann klassisch den Bürstenfilter, die zwei Stränge, die Ablässe jeweils in der Mitte mit 100er Rohren, mit Standrohren, wo man dann rauszieht. Und er hat ihn erst vor kurzem gereinigt, den Bürstenfilter. Und hier sieht man schön, wie der Schmutz wieder gefangen wird. Also ein Bürstenfilter mit 1000 Bürsten, das muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nicht gesehen. Also, wir kommen hier rein, gehen einmal nach hinten, kommen wieder vor, gehen dann wieder hinter. Und dann sind wir hier hinten. Und da ist nichts anderes als ein 200er Rohr. Das entspricht 400er Rohren. Und hier werden die 80.000 Liter dann an eine ganz andere Stelle im Garten geleitet. Und hier sieht man auch schön, wie sich das Wasser bewegt. Also das ist das versprochene 400er Rohr, das hier rauskommt. Aber was wirklich hervorragend ist, man sieht ansonsten außer hier, sieht man überhaupt nicht, wie das Wasser hier strömt. Also es hat eigentlich genau die Strömungsgeschwindigkeit, was ein Bürstenfilter haben sollte, um wirklich auch gut zu funktionieren. Und wenn Sie auch mal schauen, wie der Treppeneffekt hier ist, wenn man hier immer Oberkante zu Wasserniveau schaut, da sieht man eigentlich kaum, dass das Wasser abfällt. Es muss natürlich abfallen, sonst würde es nicht fließen. Aber das ist aufgrund der großen Querschnitte so gering. Also der Filter ist wirklich perfekt konzipiert. Hier Kunstrasen. Also wo ich jetzt reingekommen bin, klar, man sieht, dass es Kunstrasen ist, aber es war absolut nicht störend. Und jetzt geht hier hinten ein Rohr entlang. Markus macht sich schon auf die Flucht. So. Und jetzt kommen wir hier. Hier ist jetzt ein kleiner Bioturm. Der ist 2 Meter, das meiste davon eingegraben. Das sage ich Ihnen ehrlich, im Kontext zu allem ist das wahrscheinlich wirklich Homöopathie. Aber man sieht auch hier, siedeln sich Bakterien an. Hier kommt dann das Wasser an und ein Teil davon wird direkt hier dem See wieder zugespeist mit einer 50.000er Oase. Und dann gehen wir hier den gesamten Pflanzgraben entlang. Hier hört man es auch plätschern. Und da wird jetzt ein Teilstrom nochmal komplett über den Pflanzgraben weitergeleitet. Die Pflanze hier heißt Thalia, also die sieht wirklich sensationell aus. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, weil es im Herbst noch schön ist. Viele Wasserpflanzen werden ja über den Sommer dann hässlicher. Hier ist es schon jetzt am Verwelken. Und Markus sagt, die muss einfach jetzt kurz zurückgeschnitten werden. Und im Frühjahr kommt sie dann wieder, ist absolut winterhart. Und dann kommen wir hier hinten. Da ist dann die zweite 50.000er Oase drin. Und die drückt hier über das 100er Rohr das Wasser zurück ins Becken. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man da sichtbar sieht, dass die Strömung hier erzeugt wird. Er hat auch hier nochmal eine Strömungspumpe. Und hier ist auch nochmal ein Skimmer von Oase. So ein Oberflächenskimmer. Ne, Oberflächenskimmer sind die alle. Wo unten die Pumpe mit eingebaut ist. Er sagt, vor ein paar Tagen ist er nicht gelaufen. Der Teich war voll mit Laub eingeschaltet. Nach ein paar Stunden war dann gut. Und hier sehen wir, kommt die andere Pumpe rein. Also es passiert auf jeden Fall so viel, dass der Teich in Bewegung, dass der Wasserkörper in Bewegung gesetzt wird. Allerdings nicht sichtbar, sondern unsichtbar. Also das war der Filter zu diesem monströsen Teich. Ein Teil davon Pflanzfilter, der andere Teil Bürstenfilter mit großem Erfolg, sichtbarem Erfolg und auch nachhaltigem Erfolg. Also er hat auch gesagt, in den letzten 5 Jahren war das Wasser immer gut. Auch wenn jetzt die Futtermenge auf Störfutter plus Keufutter auf knapp 10 Kilo angeschwollen, angewachsen ist. Aber das scheint alles hervorragend zu funktionieren und wie gut das Wasser ist, haben wir jetzt selber gesehen. So, und jetzt als nächstes kommt der Block, weshalb wir eigentlich hier sind. Den dürfen Sie nicht verpassen. Da bin jetzt sogar ich gespannt. Machen Sie es gut. Vielen Dank und bis dann. Ciao.